Ja, hi zusammen. Heute gibt es mal eine kleine Abschlussrunde. Ich bin heute in Fischen unterwegs. Es geht zu den Hinanger Wasserfall. Das werden heute ungefähr 8 Kilometer. Der Start ist hier direkt am Bahnhof. Ich kannte die Tour eigentlich gar nicht. Ich habe die jetzt irgendwie durch Zufall entdeckt. Ja, und ich denke, die 8 Kilometer für einen letzten Tag, das reicht dann auch erstmal. Ausgeschildert ist die Strecke jetzt nicht. Also der Wasserfall, den habe ich noch auf keinem Schild gesehen. Bin ich mal gespannt, ob der sehenswert ist oder nicht. Schön ist es hier aber. Ich habe das hier schon ein paar Mal gesehen, wenn ich mit dem Zug vorbeifahre. Das wird dann jetzt auch erst vorerst die letzte Tour hier sein aus Oberstdorf. Also wie gesagt, vorerst. Ich bin dann erstmal eine Woche im Ötztal unterwegs, da habe ich Urlaub. Also die nächsten Touren kommen dann aus dem Ötztal und zwischendrin kommen dann auch meine Westerwald- oder Spessart-Touren. Es geht also weiter in den Alpen. Hier stehen jetzt auch die Wasserfälle dran, eine Stunde. Frühmorgens ist das Licht doch noch richtig schön, wenn die Sonne noch nicht so weit oben ist. Da hinten ist wieder der Gründen, aber wann ich den mache, das weiß ich nicht. Ich glaube, der ist nächstes Jahr auch noch da. Hier laufe ich jetzt wieder ein Stück auf den Illerradweg. Nächstes Jahr werde ich dann sicherlich auch wieder eine Radrunde machen. Also eine Radreise von 1, 2, 3 Wochen, keine Ahnung. Ich bin ja immer noch auf dem Illerradweg und von da komme ich nachher zurück. Ich werde aber den Illerradweg hier auch gleich verlassen. Den Weg habe ich jetzt verlassen. Hier geht es jetzt an so einen kleinen Bach, aber weiß ich nicht, ob der auch einen Namen hat. Keine Ahnung, aber hier ist gerade schön und ruhig. Ich denke, da oben auf den Hügel, da wird irgendwo der Wasserfall sein. Geht auf jeden Fall gleich in diese Richtung. Aus der Ecke bin ich gerade gekommen. In Altstetten bin ich hier gerade. Hier geht es jetzt weiter. Also hier geht es jetzt auf jeden Fall bergauf. Noch eine Dreiviertelstunde bis zu den Wasserfällen. Sieht eigentlich gar nicht so aus, als wäre ich hier richtig, aber mein Track sagt ja, bin gespannt. Ist gar kein Weg, so mitten über die Wiese. Ich sehe gerade, dass auf jeden Fall hier rechts ein Weg lang geht. Dann kann ich nur falsch sein. Mal schauen, dass ich hier jetzt rauskomme. Hier gab es jetzt einen Ausgang. Ja, wahrscheinlich hätte ich von dem Weg da kommen müssen
Auf jeden Fall geht es da jetzt irgendwie weiter. Ich glaube, hier muss ich auch wieder über die Wiese, so wie das aussieht. Ein kleiner, schöner Pfad, also doch nicht über die Wiese. Den habe ich gerade gar nicht gesehen von der Seite. Nochmal richtig spannend heute. Neben mir rauscht auch schon der Bach. Dann wird der Wasserfall wohl nicht ganz so klein sein. So, Zug kommt. Wirklich eine schöne Strecke. Also bisher keinesfalls langweilig. Finde ich toll. Ich merke langsam nasse Füße. Durch das nasse Gras sind die Schuhe schon recht durch. Aber gut, bei dem Wetter jetzt wird das schon wieder trocknen. Man muss sich doch immer wieder auch umdrehen, sonst verpasst man so einiges. Hier auch nochmal ein schöner Blick auf Gründen, also auf den Gründen. Jetzt bin ich auch im Ort Hinang, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, Hinang. Wunderschöne Aussicht. Da ist nochmal der Ort. Hier gibt es jetzt auch einen Wanderparkplatz. Ich muss mal schauen, wo der Einstieg ist. Na schaut mal, einer der schönsten Wasserfälle des Allgäus. Ja, so wie das aussieht, lohnt sich das im Winter auch. Da geht es gleich runter. Oh, hier geht es jetzt noch ein Stück weiter hoch. Ja, meistens sind ja die Wasserfälle auch von oben, ne? Der Weg hat schon was. Ah, da oben kann ich schon was sehen. Das ist jetzt schon mal der Anfang. Und da geht es jetzt hoch und da ganz oben kann ich schon den Wasserfall sehen. Echt toll, schaut euch mal diese Landschaft hier an. Da oben sind dann auch die ersten Leute, die da versuchen, irgendeine Fotosession zu machen. Ja, das war richtig schön. Außer die zwei, sag mal, Instagram-Fotosucher-Macher.
war niemand hier. Das ist mal eine richtig schöne Tour hier. Hätte ich echt nicht gedacht. Ich bin jetzt ungefähr ein und eine Viertelstunde hierher gelaufen von Fischen, Bahnhof. Aber von dem Parkplatz hier unten, da läuft man ungefähr 10 Minuten und dann ist man schon hier oben. Da war gerade noch mal eine schöne Sitzgelegenheit. Konnte ich leider nicht filmen, weil da welche saßen. Es geht immer noch ein Stück hoch. Das Stück jetzt erinnert mich irgendwie ja, an den Malerweg, Elbsandsteingebirge, auch mit diesen Felsen. Also wer das nicht gesehen hat, schaut es euch gerne an. So, von da bin ich hergekommen. Jetzt muss ich erstmal den Weg suchen. Da oben ist jetzt ein Wegweiser. Das nenne ich mal eine Aussicht. Für mich geht es jetzt hier wieder runter. Irgendwie geht das jetzt hier wieder ein Stück an der Straße lang. Ich komme jetzt wieder nach Hinang. Aber diesmal von der anderen Seite. Ich denke, da unten ist Fischen. Da geht es jetzt noch hin. Mal die schöne Aussicht zeigen. Mit diesem Ausblick werde ich mich jetzt bei euch verabschieden. Das war wirklich eine schöne Tour, lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem ist die auch gut geeignet für den An- oder Abreisetag, wenn man da noch Lust zu hat. Ja, wenn man da unten am Parkplatz sein Auto hinstellt, dann hat man es auch nicht weit bis zu dem Wasserfall und kann dann wieder zurück zum Auto laufen. Ich war jetzt noch keine 2 Stunden unterwegs. Ich brauche vielleicht noch 20 Minuten. Also rechnet mal mit 2,5 Stunden insgesamt. Aber jetzt von Fischen aus. Wie vorhin schon gesagt, das nächste Mal sehen wir uns dann im Ötztal wieder. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss.